Herr Odaig, es gibt einige Premieren. Jetzt hat jahrelang Pepe Lienhardt gespielt, jetzt in zwei Jahren zwei verschiedene Big Bands. War dieser Wechsel geplant? Schon gute erste Frage. Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir die richtige Wahl getroffen. Pepe Lienhardt zu folgen ist ganz schwer. Und auf der einen Seite haben sich die Leute beschwert, dass sie eigentlich quasi schon die Liedfolge bei Pepe Lienhardt voraussagen konnten. Andererseits hat der natürlich eine ganz eigene Klasse. Und also letztes Jahr, das kam irgendwie nicht so toll an, deswegen haben wir jetzt noch einmal gewechselt. Aber ich glaube, jetzt haben wir das Richtige getroffen. Noch eine Premiere, es gibt einen anderen DJ wieder. Sie haben wieder einen Profi eingestellt, die BZ-DJ ist abgelöst. Mussten Sie da einige trösten? Weiß ich gar nicht so genau. Könnte sein, ist nicht zu mir durchgedrungen. Aber ich denke mir, so ein Ball lebt auch vom Wechsel und mal wieder was anderes. Und jetzt haben wir uns halt entschieden, den Flöck zu nehmen, der ja eine super Arbeit im Jazzhaus seit Jahrzehnten macht. Und ja, also über die Disco wird geredet, seit wir Presseball machen. Und dass der Heimatschiff jetzt nicht mehr im weißen Anzug auftreten darf, das tut Ihnen aber schon ein bisschen leid, oder? Ja, also ich fand das alles eigentlich immer eine sehr gute Veranstaltung da oben. Ich war immer völlig überrascht über unsere eigenen Leute. Aber jetzt haben wir uns entschieden und wir haben jetzt den Wechsel gemacht. Wir sahen gerade Florian Schröder an uns vorbeilaufen. Auf welchen Programmpunkt freuen Sie sich heute am meisten? Also ja, ich freue mich jetzt auf Jess Joachimsen und dann hoffe ich, dass wir von Florian Schröder nachher im Haus auch noch was bekommen. Ich finde es natürlich ganz toll, dass wir beide bekommen haben und dass er sich scheinbar auch wirklich auf diesen Presseball gefreut hat. Auch eine Premiere, der OB ist nicht beim Presseball. Hat er eine gute Ausrede? Eine sehr gute Ausrede. Der OB ist in Isfahan und es war eine sehr lang geplante Reise. Es war wohl auch sehr schwierig, dahin zu kommen. Die sind über eine Woche unterwegs und haben eigentlich nur zwei Tage in der Stadt, weil sie so lange brauchen, dahin zu kommen und dann wieder zurückzukommen. Also das ist natürlich Diplomatie auf höchster Ebene und das war nicht zu verschieben. Und wir waren später als sonst und so hat sich das ergeben. Okay, beim Presseballfilm hat man Sie diesmal als Pirat gesehen, im letzten Jahr als Barkeeper im Wilden Westen. Mit welcher Rolle können Sie sich besser identifizieren? Mit beiden.